2. Januar 1963. Aus dem geistlichen Tagebuch von Elisabeth Kindermann, die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als ich in der Wallfahrtskirche zu Maria Remete während der einstündigen Anbetung im Gebet still versunken war, sprach der Herr Jesus zu mir. Sage nur, mein anbetungswürdiger Jesus. Schon ein anderes Mal sagte ich dir, wie sehr mir das gefällt. Und wenn du mir während einer ganzen Stunde nichts anderes sagen könntest, nur das, mein anbetungswürdiger Jesus, dann sprich in Reue über deine Sünden, nur das, mein anbetungswürdiger Jesus. Das ist eine gnadenvolle Sündenvergebung und spendet den Seelen Frieden. Bei diesen letzten Worten sprach er in der Mehrzahl und bat mich, bei Gelegenheit dies weiterzugeben. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.